Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich bin richtig gespannt auf das, was wir uns heute zusammen ansehen und vor allem anhören werden von Kelly, Mrs. Vlog, Stronger Than Ever. Ich glaube, sie heißt schon seit längerem nur noch Kelly und nicht mehr Mrs. Vlog. Und hier steht jetzt Kel. Ich bin richtig gespannt darauf. Ich kenne Kelly. Für mich ist es so, ohne sie jetzt alt fühlen lassen zu wollen, seitdem ich weiß, was YouTube ist, weiß ich, wer Kelly Mrs. Vlog ist. Ich bin mit ihr aufgewachsen quasi. Es hört sich jetzt echt an, als ob wir so 40 Jahre Altersunterschied haben gefühlt. Aber ich glaube, sie ist auch Ende 20, I guess, ja. Ich bin jetzt Anfang 20 gerade. Und damals als 12-jähriger Bub habe ich Mrs. Vlog viel geguckt, ja. Auch ihre älteren Videos noch nachgeholt. Und lustigerweise tatsächlich, bevor ich YouTube gemacht habe, hat Kelly mal so ein Video hochgeladen. Hey, schickt mir auf Twitter Videos von euch. Und ich werde mir die ansehen auf YouTube mit euch zusammen. Und da habe ich ein Video eingeschickt. Ich war, keine Ahnung, war ich da 15 oder so. Und das wurde auch ins Video mit reingenommen. Das heißt, es gibt irgendwo auf dem Kanal, wenn das Video noch online ist von Kelly, eine Videobotschaft von mir, die sie sich hier angesehen hat. Eigentlich relativ lustig. Ich habe seitdem Kelly ein paar Mal getroffen. Ich habe aber auch nur ganz, ganz sporadisch mit ihr bis jetzt gequatscht. Sie kam aber immer super, super sympathisch rüber, super nett. Und ich freue mich jetzt sehr drauf, hier reinzuhören, ja. Stronger Than Ever ist, glaube ich, ihr erster offizieller Musikrelease, wobei ich irgendwo im Hinterkopf habe, dass sie schon ein, zwei Mal sowas gemacht hat. Bei Ju hat sie ja schon mitgesungen, aber ich glaube noch nie irgendwas richtig, richtig offizielles. Oder correct me bitte if I'm wrong. Ich bin super gespannt, Freunde. Wir hören rein. Los geht's. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Mich wie gestern. Ich hab mich in den Schlaf geweint und war so blind vor Liebe. Okay, es hat direkt so ein bisschen Schlager-Vibes irgendwie. Und oder? War so blind vor Liebe. Dabei lag nachts neben mir mein Feind. Bin und hab im Kommen. Oh, ich muss ein bisschen. Das Video ist in 4K gedreht worden. Das heißt, man muss das auch auf 4K gucken, weil die Codierung sonst von YouTube das nicht hinbekommt. Dann wird das so ein bisschen blurry manchmal, das Musikvideo. Falls es bei euch auch ist, skaliert es hoch. Selbst wenn ihr keinen 4K-Monitor habt, spielt es in 4K ab, dann ist es nicht so blurry manchmal. Bin und hab im Kommen. Die Ketten sind gesprengt, jetzt bin ich frei. Boah, ich muss sagen, ich bin großer Fan von ihrer Stimme. Ich bin großer Fan von ihrer Stimme. Du saßt mich gern am Boden. Strong. Konnte mich nicht wehren, doch das ist vorbei. Ich blick zurück und erkenn mich selbst nicht mehr. Es klingt. Boah, auch wie das so gedoubled ist mit dieser hohen Stimme, das hört sich gut an. Ich glaube, das wird nicht so die Art von Song, die ich fühle. Es ist einfach nicht so die Art von Musik, die ich höre, I guess. Aber ich finde es auf jeden Fall vom Sound her nicht schlecht bis jetzt. Und erkenn mich selbst nicht mehr. Es klingt verrückt. Jeder fuck up. Oh, auch gerade jetzt dieses Tiefe so ein bisschen. Macht mich stark. I'm stronger than ever. Krass, ich bin voll geflasht von dem Musikvideo, das sieht richtig stark aus. Es hat so, ich weiß nicht, ich finde, es sind so voll viele Vibes, die hier kombiniert werden. Ich habe so ein bisschen diesen Schlager-Vibe, ich habe aber auch so ein bisschen K-Pop-Vibe. Gerade vom Musikvideo hier aus, so manche Szenen erinnern mich sehr an K-Pop in a way. Ich weiß noch nicht genau, was es ist. Und es ist halt auch so dieses typische, dieser typische Radio-Pop so ein bisschen. Es ist halt ein Ohrwurm auf jeden Fall, ein dicker, fetter Ohrwurm. Stark, I'm stronger than ever. Ich finde, man sieht auch, wie erleichtert und wie dieses lockere Leichte, so I'm stronger than ever, so dieses, hey, ich habe jetzt keine Probleme mehr, ich fühle mich frei und leicht. Das bringt sie gut rüber im Musikvideo. Das hättest du nicht gedacht. Du hast aus mir Dynamit gemacht. Schieß dich endlich ab. Lass alles hochgehen, was man. Auch jetzt, dass sie so dieses Kleid quasi so, hey, komm weg, bam, hier, zieh das Kleid an, fühl dich frei. Das ist ein schöner, schöner Vibe irgendwie, wisst ihr? Also, ich finde, wie das Musikvideo und die Lyrics Hand in Hand gehen. Ich erinnere mich wie gestern. Damals habe ich nachts im Club geweint. Du warst drauf und hast vergessen. Boah, krass, super viele Outfits auch. Das freut mich voll, Mann. Production ist richtig, richtig krass. Damals habe ich nachts im Club geweint. Du warst drauf und hast vergessen. Auch gerade so, ey, die Outfits stehen ja auch echt richtig gut, muss man sagen. Du warst drauf und hast vergessen. Ich will schon lange nicht mehr bei dir sein. Aber crazy, oder? Die Stimme hört sich wirklich gut an. Sie hat wirklich krass, krass gearbeitet dafür. Denke ich mal. Und wirklich, man merkt, sie ist all in gegangen.
krass. Ist mehr geplant, wisst ihr das? Ist mehr geplant Richtung Musik? Weil das ist nicht, was man, das ist nichts, was jetzt hier so nebenbei entstanden ist. Das ist schon, wow. Das ist schon sehr, sehr rund alles. Ich blick zurück und erkenn mich selbst nicht mehr. Es klingt verrückt. Jeder Fuck-up macht mich stark. Boah. Stronger than ever. Erinnert mich auch so ein bisschen an 2010 Miley Cyrus Vibes, wisst ihr? Ich weiß nicht warum, ich habe so viele Eindrücke, es gibt mir voll viele Vibes irgendwie. Wie gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht die Kind of Music, die ich mir in meine Playlist hauen würde und on a daily basis irgendwie in der Bahn oder im Bus höre. Aber es ist einfach objektiv nicht schlecht gemacht, muss man sagen. Du hast aus mir Dynamit gemacht, für mich besser, für mich besser. Melodie mag ich auf jeden Fall, ist ein Ohrwurm. Ich finde auch das cool so, du hast aus dem Dynamit gemacht und dann quasi passt es thematisch zu, ich schieß dich ab und ich lasse alles hochgehen, was mal war. Ich blick zurück und erkenn mich selbst nicht mehr, es klingt verrückt, jeder Fuck-up macht mich stark. Ich mag diese, wenn es so ein bisschen tiefer geht von ihrer Stimmfarbe her. Also wenn noch musikalisch irgendwas kommt, gerne mehr davon, ich mag das gerne bei ihr irgendwie. I'm stronger than ever. Du hast aus mir Dynamit gemacht, fühl mich besser, fühl mich besser. Lass alles hochgehen, was mal war, das hättest du nicht gedacht. Ich muss sagen, ich find's irgendwie voll, es ist auch so ein bisschen befremdlich, sie so hier zu sehen, aber ich bin voll stolz irgendwie auf sie. Also wisst ihr, also es hört sich komisch an, weil ich kenne sie halt kaum persönlich, eigentlich gar nicht so wirklich, ja. Aber es ist so, weil ich mit ihr aufgewachsen bin, in a way. Das hört sich auch weird an, ich will sie nicht alt fühlen lassen. Aber das ist so, ich kenne Kelly noch mit ihrem, ich weiß gar nicht, wie dieser Haarschnitt heißt, den früher alle hatten, ja, diese braun, bräunlich gefärbten Haare so vor ihrem Spiegel in ihrem kleinen Zimmer, wo sie dann teilweise auch mit dieser hochgepitchten Stimme und Sped Up mal 3 irgendwie durchs Zimmer gerannt ist und Kelly kommentiert, Kommentare gemacht hat. Und jetzt sehe ich sie hier und das ist voll schön zu sehen, Mann, wie weit sie gekommen ist und dass sie, keine Ahnung, jetzt einfach so einen Song gedroppt hat, der echt nicht schlecht ist, auch wenn es halt nicht die Musik ist, die ich höre. Es ist ja gar nicht schlimm. Ich verstehe deswegen auch andere Leute nicht, die irgendwie Reactions machen oder so, die dann sagen, oh, das ist richtig scheiße, das ist nicht genau mein Geschmack. Das ist ja richtig kacke jetzt, weil ich das nicht, 100% ist es nicht meins. Das ist jetzt aber doof. Selbst wenn dir der Song vielleicht subjektiv nicht gefällt, weil es nicht deine Musikrichtung ist, kannst du ja einfach sagen, okay, ist nicht meine Musikrichtung, aber ist gut gemacht. Hört sich trotzdem gut an, kann man doch sagen, so, wisst ihr? Deswegen check ich's nicht. Es ist doch voll gut gemacht, Mann, holy shit. Gehen, was mal war, das hättest du nicht gedacht. Du hast aus mir Dynamit gemacht. Schieß dich endlich ab. Lass alles hochgehen, was mal war. Boah, ganz kurz nur Regenbogenboulevard in Mario Kart hier gemacht, holy shit. Auch so das Ende, das Logo und so, es hat irgendwie auch K-Pop-Elemente. Ich glaube, Kelly ist auch into K-Pop a little bit. Vielleicht sind deswegen so ein paar Aspekte davon so. Auch wieder so Official Music Video und ich glaube, sie hatte auch so einen MV-Teaser hochgeladen. Das hat so ein paar K-Pop-Vibes irgendwie, die ich schön finde. Ab sofort überall erhältlich. Crazy, ey, ich hoffe, sie bleibt dran. Ich hoffe ehrlich, sie bleibt dran. Ich hoffe, sie bleibt dran. Das war ein richtig, richtig starker, ich glaube, wie gesagt, erster offizieller Song. Der ganz viel Support und Liebe verdient hat. Das Musikvideo war richtig krass. Production Value war insane, in my opinion. Es ist auf jeden Fall ein dicker, fetter Ohrwurm. Und man merkt, dass sie richtig sich reingekniet hat. Und das hört sich richtig gut an, Mann. Ich bin super gespannt, in was für eine Richtung das noch gehen wird irgendwie. Ich hoffe, wie gesagt, sie macht weiter und bleibt dran. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung rein. Ich bin sehr, sehr gespannt, gerade bei dem Song jetzt hier, wie eure Meinung dazu ist. Aber ich bin sehr happy mit dem Ergebnis. Und wie gesagt, selbst wenn das jetzt von euch auch vielleicht nicht 100% manche Musikrichtungen getroffen hat oder Musikgeschmack getroffen habt, muss man ja nicht immer dann direkt haten und sagen, oh, das ist jetzt scheiße, weil das nicht mein Geschmack ist, sondern hey, okay, ist vielleicht nicht dein Geschmack, aber war ja trotzdem richtig gut gemacht und hat sich echt gut angehört auch von ihrer Stimme her. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wir werden das Ganze weiterhin begleiten natürlich und dann würde ich sagen, sehen wir uns, du und ich, uns heute mit einem weiteren Video noch. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Samstag ist heute, oder? Samstag, ja. Digga, richtig geiler Tag heute. Habt einen schönen Tag, ja. Wir sehen uns und ciao.